Hallo, grüß euch. Bin ich schon wieder da. Und zwar gibt es heute bei mir eine Carbonara, Spaghetti Carbonara, aber nicht die original italienische Version, die ist nämlich ein bisschen anders. Die Italiener mögen die Carbonara, wie wir sie essen, nicht so wahnsinnig gern. Aber ich muss sagen, mir schmeckt sie schon total gut und wie gesagt, sie geht relativ schnell. Ich bin auch immer arbeiten gegangen und wenn ich heimgekommen bin, hat es halt schnell gehen müssen. Und Carbonara ist eigentlich auch so etwas, wo wirklich rucki-zucki geht. Ich habe natürlich wieder selber die Nudeln gemacht. Die Spaghetti ist nichts dabei. Habe ich eh schon einmal gesagt, wenn man die Nudeln macht. Ich tue zu 10 Decker, nehme ich 5 Decker Mehl und 5 Decker Weizengrieß, feinen Weizengrieß aus Italien. Dann tue ich dazu ein Ei, ein bisschen Salz und ein bisschen Olivenöl. Und dann lasse ich einen geschmeidigen, ein bisschen einen festen Tag machen, tue in den Kühlschrank eine Stunde. Und nachher habe ich den Aufsatz, den automatischen bei der KitchenAid, was natürlich eine wahnsinnige Hilfe ist und narisch gut und vor allen Dingen narisch schnell geht. Ich weiß nicht, wenn ich heute die KitchenAid nicht hat, ob ich nicht auch hier und da die Nudeln kaufen darf. So mache ich sie eigentlich immer selber. So, die Carbonara geht total einfach. Jetzt habe ich ein Butter in die Pfanne tun, aber ganz, ganz wenig. Die Zutaten sind Speck und Schinken. Da habe ich 10 Decker jeweils. Dann braucht man einen Parmesan, ein Ei, Salz, Pfeffer, Muskat und eine Sahne. Da tue ich jetzt einmal als erstes einen Speck rein. Den lasse ich ein bisschen aus. Die Sämigkeit von der Sahne, von der Carbonara-Sauce, die gibt dann das Ei, was ich einrühre. Aber das darf man erst reintun, wenn es wirklich alles aufgekocht ist und dann die Pfannen vom Herd weg, weil sonst gerinnt das Ei und ich habe so ein Rührei rein in der Sahne. So ist der Speck ein bisschen auslassen. Dann tue ich schon den Schinken dazu. Man kann nur Speck oder nur Schinken, wie man es mag. Ich mag es halt ein bisschen gemischt. Zu viel Speck mag ich nicht, weil dann wird es gar so salzig. Gar so salzig braucht man dann immer. Mehr Pfeffer, mehr Muskat, weil der Speck relativ schon gesalzen ist. Viel gesalzen. Das tun wir jetzt gerade ein bisschen anrösten. Die original italienische Carbonara ist, glaube ich, nur mit ganz relativ viel Eier. Also ob Eier oder Sahne, im Endeffekt bleibt es auch gleich. Man kann es auch halb Sahne, halb Milch, wer es sparen will, oder reduzierte Sahne nehmen. Aber ich weiß auch nicht. Wir tun zwischen einem mir gar so was essen. Und dann denke ich mir allem, da kann ich Mittag, ja, jetzt auch. So, jetzt tue ich es mit der Sahne aufgießen. Dann machen wir mal eine Muskat auf. Muskat ist unbedingt ein Muss bei der Carbonara. Unbedingt, wie bei den Kartoffeln. Eine Carbonara ohne Muskat ist keine Carbonara für mich. Dann tun wir eine Pfeffer und ein bisschen Salz. Salz bitte vorsichtig sein, wie gesagt, weil der Speck schon sehr salzig ist. Jetzt kocht es schon. Und jetzt tun wir die Herdplatten ausschalten.
tun es auf die Seite, lassen es ein bisschen an, dass es nicht gar so kocht. Und jetzt können wir das erstens gibt es ein bisschen eine gelbe Farbe, das Ei, der Eidotter. Und das ist für mich dann, und das tue binden, aber man soll es halt nicht mehr aufkochen, weil sonst habe ich wirklich ein Rührei. Das ist eigentlich schon gewesen, die Soße ist recht sämig schon. Und dann ganz zum Schluss kommt der Parmesan drunter. Und dann habt ihr so eine richtige sämige Soße für die Nudeln. Die was das super gut aufnehmen. Vielleicht sieht man es auch. Ich tue nachher die Nudeln auf den Teller und tue die Soße drüber wie die Soße Bolognese. Man kann auch die Nudeln rein tun, nur eins muss ich sagen, gerade bei den selber gemachten Nudeln, die saugen die Soße auf, dass die Nudeln total dick werden und Soße ist nicht mehr viel umher. Darum tue ich es einfach so auf, ich tue noch ein bisschen Parmesan drüber streuen und fertig. Ich zeige euch noch, wenn ich es angerichtet habe, wieder und ein Foto. Und wie gesagt, die Zutaten, ich habe da überall ca. 10 Decker vom Schinken und vom Speck. Wenn das zu viel ist, weniger, wenn es zu wenig ist, mehr, spielt überhaupt keine Rolle, wie viel. Ein Backtel Sahne, 250 ml, ein Ei und Würzen, das ist auch Geschmackssache. Das müsst ihr entscheiden. Aber wie gesagt, ich zeige euch noch, die ist richtig schön sämig geworden. Ich zeige euch noch, wie sie angerichtet ist. Und ja, dann wünsche ich euch gutes Gelingen, einen guten Appetit, noch einen schönen Resttag. Es ist jetzt um 1 Uhr sowas. Heute scheint das erste Mal, seit 14 Tagen meine ich wieder die Sonne. Nicht lang, aber sie scheint momentan, freut mich total. Und wie gesagt, wir lassen uns das schmecken und ich hoffe, es lasst euch das auch schmecken und kocht es noch. Danke fürs Schauen und pfiat euch. So, das sind die fertigen Carbonara. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich hoffe, es kocht es euch noch und pfiat euch. Bis zum nächsten Video.